Willkommen in der bergischen Antarktis. Hier in Marienheide sind im Moment exakt minus 6,2 Grad. Das messe ich hier mit dieser super Hightech-Infrarot-Laser-Messpistole. Funktioniert so, man richtet sie auf ein Objekt, drückt und kann dann hier die Temperatur auf dem Display ablesen. Minus 6,2, finde ich, ist noch nicht so kalt. Vielleicht geht es noch kälter. Ich guck mal. Ich bin auf der Suche nach dem kältesten Punkt hier in Marienheide. Kältesten Punkt? Okay. Der könnte wo sein? In Engelskirchen? Mühlenbach. Mühlenbach, durch Mühlenbach und dann da durch. Ne? Da sind die höchsten Punkte. Da ist das arschkalt. Mühlenbach und dann da durch. Dankeschön. Also los. Klingt so, als wäre Mühlenbach das heutige Objekt Tiefstemperatur-Rekordziel. Es geht bergauf, auf knapp 400 Meter Höhe. Und siehe da, minus 8,6, wird kälter. In Mühlenbach ist außer Frost heute Morgen nicht ganz so viel zu finden. Aber das hier klingt interessant. Ein Haus der Geschichten. Vielleicht komme ich hier kälterekordtechnisch weiter. Da kommt der Inhaber, Harry Böseke. Hier sind wir in so einer Art antiken Einkaufsladen. Kann man sagen, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts reichte das hier vollkommen aus. Die Dorfbevölkerung hatte ihre Selbstverpflegung, aber für ein paar Dinge, die man sonst nicht bekam, zum Beispiel diese Schlittschuhe, dafür brauchte man halt eben auch diesen Kaufladen. Hier sind es jetzt 6,6 Grad. War es früher hier wärmer als der Einkaufsladen? Oh, das weiß ich natürlich. Auf jeden Fall sagt man, dass alles beschlagen war, die Fenster, und natürlich war es kälter. Aber es gibt noch viel mehr zu sehen im Museum. Herr Böseke gibt mir eine sehr ausführliche Führung. Endstation, die antike Praxis. Hier praktizierte mal wirklich der Mühlenbacher Dorfarzt. Sie nannten ihn den Rucksackdoktor. Warum war das der Rucksackdoktor? Weil er unterwegs war mit einem Affen, wie man das hier nennt, das sind diese entsprechenden Rucksäcke, die man dort oben auf dem Bord sieht. Und damit, da hatte er seine Sachen drin, die er wirklich nötig brauchte. Das heißt, er war der Arzt, der zu den Patienten kam und Er kam zu den Patienten vor allen Dingen im Winter auch mit Skiern. Und das war hier in dieser unwegigen Gegend eigentlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Winter spielt in Mühlenbach wirklich eine große Rolle. Ein Wintersportort, wirklich ausgezeichnet in der Form, dass wir hier nicht hinter den Bergen leben, sondern wir haben die Berge. Das heißt, wir sind hier so hoch, dass wir die Möglichkeit haben, die Sonne näher an der Sonne zu sein. Herr Böseke, jetzt bin ich auf der Suche nach dem kältesten Punkt hier in Mühlenbach. Haben Sie da einen Tipp? Da wird es in Dannenberg oder Unnenberg sein. Das ist also der höchste Berg, nicht der höchste Berg, aber die höchste Erhebung hier mit einem Turm. Der Unnenbergturm, genau da will ich hin. Aber weil Herr Böseke im Geschichtshaus bleiben muss, übernimmt das Herr Raimund Heringer vom Heimatverein. Seine Jacken, Außentemperatur übrigens plus 3 Grad. Mit ihm kletter ich auf den über 500 Meter hohen Unnenberg. Oben wartet schon, benachrichtigt von Herrn Heringer, unser dritter Informant, Jürgen Klein, der Turmbesitzer und sein Dackel Bodo. Es folgt das Finale des bergischen Kälterekordversuchs. Hier jetzt übrigens am Fuß des Turmes minus 12 Grad. Mal sehen, wie es weitergeht. Der Unnenberg ist nicht der höchste Berg. Herr Kleine, wie weit ist es noch? Ja, gut die Hälfte haben wir geschafft. Oh, gut die Hälfte, super. Aber die Spitze des Turmes ist der höchste Punkt im Bergischen. Minus 13,3. Und dann endlich. Das Ziel ist erreicht. Oh. Nach über 300 Stufen Turmaufstieg. Bodo zittert, dem ist ein bisschen kalt, aber er ist immer noch 11,2 Grad warm, Außentemperatur. Herr Heringer, jetzt sind wir wie hoch? Der Turm hat eine Höhe von 34 Metern und der Berg selber ist 5,6 Meter hoch. Macht zusammen? 540 Meter und wir messen eine Außentemperatur von minus 32,6 Grad. Ich weiß nicht, ob das Gerät jetzt kaputt ist oder ob das wirklich die Außentemperatur ist. Lassen wir das mal so stehen. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, das Ziel, den kältesten Punkt hier im Bergischen zu finden, ist damit mit minus 32 Grad auf jeden Fall erreicht. So, damit wir nicht erfrieren und vor allem Bodo nicht, Abstieg.